Back, Ladies and Gents. Mein Name ist Daniel Porto und heute gibt es das dritte Outfit of the Week Video. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Und wenn du Lust hast, folge natürlich auch gerne auf Instagram. Dort gibt es in den Stories so ein bisschen private Einblicke von mir als auch Outfit-Posts. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst und mich ein wenig supporten würdest. So Leute, und heute zeige ich euch mal ein etwas schickeres Outfit von mir. Und zwar ein Outfit mit einem blau-weiß karierten Anzug, einem weißen T-Shirt und weißen Ledersneakern. Und da starten wir jetzt auch bei diesen weißen Ledersneakern. Das sind weiße Ledersneaker von der Marke Garmin Project, kosten ca. 150 Euro. Wichtig an dieser Stelle, dass du bei den Sneakern auf jeden Fall Invisible Socks trägst. Ja, wenn du solche Ledersneaker mit einem Anzug kombinierst, musst du Invisible Socks tragen. Keine Sneakersocken, die irgendwo rausblitzen, auch nicht im Weiß, nein, auf jeden Fall Invisible Socks. Das ist bei einem Anzug mit Kombination Sneakern auf jeden Fall Pflicht. Kommen wir zum nächsten Teil, und zwar zur Anzugshose von Zara. Die habe ich im Sale geschossen für sage und schreibe 26 Euro. Das ist eine schöne blau-weiß karierte Hose, keine glänzende Hose, sondern vom Stoff her ist es ein bisschen matt, ja, also glänzt nicht. Und die Hose ist sehr modern geschnitten, läuft unten ein bisschen enger zu und ist auch ein bisschen kürzer, was natürlich auch ganz gut passt mit diesen weißen Ledersneakern. Und mein Tipp an dieser Stelle, die Hosen müssen wirklich top sitzen, damit du dein T-Shirt auch vorne reinstecken kannst und bestenfalls halt auch ohne Gürtel. Und wenn die Hose nicht so gut sitzt, ja, also du musst einen Gürtel haben, dann würde ich dir einfach vorschlagen, bring die Hose zur Änderungsschneiderei hin, lass die Hose so ändern, dass du wirklich die Hose ohne Gürtel tragen kannst, sieht zehnmal besser aus. Das nächste Teil ist wohl das meistgetragenste Teil von mir, ein Basic T-Shirt in Weiß von Uniqlo für 15,90 Euro. Wer mag, kann natürlich das T-Shirt hochkrempeln, finde ich ganz lässig, auch mit der Anzugshose geht das ganz gut in Kombination. Und an dieser Stelle habe ich das T-Shirt halt in die Hose reingesteckt, geht aber nur dann, wenn die Hose, wie gesagt, perfekt sitzt. Aber wenn du das T-Shirt reingesteckt hast in die Hose, dann hat das irgendwie so ein bisschen was Hochwertiges, also ein bisschen was Schickeres. Und auf das T-Shirt kannst du natürlich dann auch das passende Jackett anziehen, ebenfalls in blau-weiß kariert, habe ich auch bei Zara im Sale geschossen für sage und schreibe 30 Euro. Auch beim Jackett ist natürlich das A und O, dass das Jackett perfekt sitzt. Bei mir zum Beispiel passt immer Größe 50, ja, sitzt Bombe. Und das ist auch wirklich enorm wichtig, dass das Jackett perfekt passt. Weil es bringt dir nichts, wenn du einen Anzug hast, der vielleicht schön aussieht, aber nicht wirklich sitzt. Kleiner Tipp noch an dieser Stelle, beim Jackett niemals, auch nie, nie, niemals den zweiten Knopf zumachen. Immer nur den ersten Knopf. Teil Nummer 5 ist ein Accessoire, und zwar eine clean, schlichte, einfache, sportliche Uhr von Nordwien. Diesmal aber mit einem passenden Lederarmband, das passend zum Anzug auch blau ist, finde ich gut. Das rundet das Ganze auch nochmal so ein bisschen ab. Und was ich sehr cool finde bei diesem Outfit bzw. bei diesem Anzug, dass es halt kein glatter Stoff ist. Es ist eher so ein matter Stoff. Der Stoff hat auch so ein bisschen Struktur. Und das sieht dann halt nicht so aus wie ein Banker oder Versicherungskaufmann, sondern es sieht einfach so ein bisschen lifestyleiger aus. Und auch hier sieht man mal wieder, dass ein hochwertig aussehendes Outfit nicht unbedingt zwingend mega teuer sein muss. Die Gesamtkosten für dieses Outfit liegen bei 412 Euro. So Leute, jetzt seid ihr dran. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr in die Kommentare reinschreibt. Mögt ihr solche Outfits, also mit Anzug und T-Shirt für den Sommer, oder findet ihr das eher nicht so cool? Bin mal gespannt. Schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr Anzugträger seid oder eher nicht. Wenn du noch mehr Tipps haben möchtest neben meinen Videos, ja, dann kann ich dir den Men's Style empfehlen. Das ist ein E-Book zum Thema Outfit und Styling. Aus dem habe ich mir persönlich auch einige Tipps rausgezogen. Kannst du dir ganz einfach auf dein Handy runterladen. Und mit dem Gutscheincode DanielPorte20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Willkommen zum heutigen Shoutout. Grüße geht raus an Joel Fan. Joel, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein. Oder schick mir eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone. Die Nummer vom Community-Phone findest du in der Infobox. Und einfach Vor- und Nachname reinschicken. Und dann bist du vielleicht schon beim nächsten Video dran. So Leute, das war's für heute. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Anzug-Outfit sagt. Freue mich über eure Daumen und sage bis dahin, macht's gut, peace out.